So verhindern Sie als Arbeitgeber eine missbräuchliche Kündigung Ihres Arbeitnehmers. Es ist keine Seltenheit. Der Arbeitgeber kündigt das Arbeitsverhältnis, der Arbeitnehmer erhebt Einsprache gegen die Kündigung wegen Missbräuchlichkeit und fordert vom Arbeitgeber eine Entschädigung von bis zu 6 Monatslöhnen. Jetzt stellt sich die Frage, was der Arbeitgeber beachten muss, um so eine Situation zu vermeiden. Im liechtensteinischen Arbeitsrecht gilt der Grundsatz der Kündigungsfreiheit. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können ein unbefristetes Arbeitsverhältnis grundsätzlich jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfrist und des Kündigungstermins auflösen. Hierfür braucht es prinzipiell keinen Grund. Keine Kündigung wegen Alter, Geschlecht oder Herkunft. Trotz dieser Kündigungsfreiheit kann eine Kündigung aber missbräuchlich sein. Eine missbräuchliche Kündigung kann beispielsweise vorliegen, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wird, weil eine Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht. Beispielsweise sie fordert nicht bezahlten Lohn. Eine Kündigung aus einem Grund, die in der Persönlichkeit des Arbeitnehmers liegt, beispielsweise Alter, Geschlecht oder Herkunft des Arbeitnehmers, kann ebenfalls missbräuchlich sein. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Fälle, in welche von einer missbräuchlichen Kündigung auszugehen ist. Das ist im Einzelfall zu prüfen. Ist eine Kündigung missbräuchlich, ist diese grundsätzlich rechtswirksam. Die missbräuchliche Kündigung kann aber bestimmte Folgen nach sich ziehen. So kann eine Entschädigung von maximal 6 Monatslöhnen verlangt werden. Hierfür muss aber ein bestimmtes Verfahren eingehalten sowie Fristen beachtet werden. Richtige Kommunikation gegenüber dem Arbeitnehmer. Um derartige Vorfälle zu vermeiden, empfiehlt es sich, vor der Kündigung anhand des Gesetzes und der Rechtsprechung zu prüfen, ob eine allfällige Kündigung missbräuchlich wäre. Entscheidet sich der Arbeitgeber für eine Kündigung, ist insbesondere wichtig darauf zu achten, was dem Arbeitnehmer kommuniziert wird und wie die Kündigung schriftlich begründet wird. Zu Beweiszwecken sollte von Beginn des Arbeitsverhältnisses an das Personaldossier des Arbeitnehmers ordnungsgemäß geführt werden. Allfälliges Fehlverhalten, schlechte Arbeitsleistungen oder sonstige rechtmäßige Gründe für eine Kündigung sollten dokumentiert werden. Sollte ein Arbeitnehmer dennoch gegen die Kündigung wegen Missbräuchlichkeit Einsprache erheben und eine Entschädigung geltend machen, ist es zweckmäßig, dies im Einzelfall zu prüfen. Es empfiehlt sich daher jedenfalls, anwaltlichen Rat beizuziehen. Hat Ihnen dieses YouTube-Video gefallen, freuen wir uns über ein Gefällt mir. Sie können diesen YouTube-Kanal abonnieren, um keine zukünftigen Updates mehr zu verpassen.